Hallo und herzlich willkommen zu diesem Weihnachtsdurchgezockt. Mein Name ist Segel26. Wir haben heute den 24. Dezember. Ihr seht es schon, es ist ein bisschen weihnachtlich. Das erste Mal dieses Jahr auf dem Kanal, wieso auch immer. Ich werde darauf die nächsten paar Minuten noch drauf zu sprechen kommen. Wir spielen ein cooles Spiel durch. Von Anfang bis Ende. Ich wechsle mal meinen Kopfschmuck. Und dann starten wir das Spiel direkt. Wenn alles klappt, dürft ihr es auch gleich sehen. Es klappt. Gunman Clive. Wir spielen es durch von Anfang bis Ende. Ihr kennt mich ja. Ich zeige euch immer gern Spiele, bei denen es sich lohnt, diese zu zeigen. Gunman Clive ist eins davon. Es ist von Bertil Hörberg. Ich glaub's. Oh, ich sag jetzt nicht, von wo es ist. Da liege ich sowieso falsch. Und die Musik ist von seinem Bruder, scheint Arne Hörberg. Richtig cooles Jump'n'Run. Wer also Jump'n'Runs mag, auf Plattformer steht und... das Retter fällt mir gerade. Auf Retro-Spiele steht. Es soll unbedingt dranbleiben. Wir spielen das Spiel durch. Wie gesagt, ich bewege die Maus direkt noch aus dem Bild. Ich habe schon was begonnen, also Aufnahmetests und so. Und es scheint alles in Ordnung zu sein, ich hoffe es mal. So, wir können hier unser Charakter auswählen, aber wir spielen mit Clive auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und starten direkt das Spiel. Klassische Story, ich sage jetzt mal, Prinzessin wird entführt. Und jetzt sind wir ein guter Cowboy, Gunman Clive, und müssen unsere Prinzessin retten. Ja, wie ist das, was ich vorhin angesprochen habe? Also besser gesagt, gehen wir zuerst auf die Steuerung. Es ist wieder sehr unorganisiert. Wir springen und schießen und steuern unseren Kerl. Das wäre eigentlich durch Steuerung in einem westernähnlichen Arrangement. Und wir müssen die Bösen bekämpfen, weil sie nämlich unsere Prinzessin entführt haben. Weil sie unsere Prinzessin gestohlen haben. Kann man auch sagen, das passt nicht wirklich zu Menschen. Wieso kommt jetzt... noch ein Weihnachtsvideo. Es hat irgendwie Tradition, dass ich an Weihnachten durchgezockt hochlade. Eines, welches direkt am Stück durchgezockt wird. Ich habe vergeblich nach dem Titel gesucht. Hier haben wir übrigens eine coole Waffe. Eine Shotgun in Pistolenform. Richtig, richtig gut. Ich habe verzweifelt... Ich habe nach einem Titel gesucht. Ich habe zuerst auf Nintendo-Plattformen geguckt. Also das heißt eShop. Aber ich habe nichts Gescheites gefunden und irgendwie habe ich gedacht, es muss doch was, ich muss was zeigen, was es sich lohnt zu zeigen. Und hier haben wir ein Spiel, das ich sowieso mal zeigen wollte. Und von daher hat es ziemlich gut gepasst, weil Gunman Clive, ich habe noch nicht so viel über das Spiel gehört. Ich habe es durchgespielt, diesen Teil habe ich durchgespielt. Und ich habe einfach nie was davon gehört. Und es ist ein richtig cooles Retro-Jump'n'Run. Ihr müsst es unbedingt selbst spielen. Also ich spiele hier die Steam-Variante. Und mir gefällt das Spiel extrem gut. Und vor allem an einem solchen Weihnachts-Special kann man das wirklich extrem gut zeigen. Es ist zwar überhaupt nicht weihnachtlich, aber wie gesagt, es hat für mich irgendwie Tradition, dass ich am... Weihnachten ein durchgezockt hochlade. Das erste Weihnachten, als ich ein durchgezockt hochgeladen habe, war vor 2 Jahren. Das war nämlich Kirby. Und ich fand es ziemlich cool. Kirby Streamland dauert zwar überhaupt nicht lange, aber es hat irgendwie wirklich gerade gepasst und ich fand es halt mega cool. Daher habe ich es auch letztes Jahr wiederholt. Ui. Zum Glück kann man sich ducken. Und ich wollte es eigentlich trotzdem noch irgendwas Weihnachtliches dieses Jahr machen. Und es ist zwar jetzt nicht viel, aber immerhin. Und vor allem, wie gesagt, ich finde... Oh, ein Wolf. Und ich finde, das soll zur Tradition werden. Ich mache jetzt auch schon länger Videos. Und ja, das ist das Weihnachtsdurchgezockt für euch von mir, dem Igel, dem Schweizer. Gut, und wie gesagt, an einem Stück, also ihr werdet ja auch in diesem Part noch das Ende sehen.
Soundtrack hat sich gerade geändert. Ich hoffe, mit dem Ding passt alles. Bisher sieht es nicht wirklich schwierig aus. Ist es auch nicht, aber das zieht drastisch an noch. Soweit ich mich erinnern kann zumindest. Muss ich runter? Oh. Ja, muss ich. Wie gesagt, wenn man auf Retro-Spiele steht, ist man hier sowieso an der richtigen Stelle. Eine neue Waffe. Homing Shots. Geil. Oh, Mist. Ich bin gestorben. Ich fange wieder vom Level Anfang an. Ja, das ist Gunman Clive. Einmal runtergefallen und man beginnt von vorne. Aber es tut dem Spiel überhaupt nicht weh, dass man immer wieder von Anfang an anfangen muss. Es tut dem Spiel nicht weh. Also ich sage jetzt mal, dem Spieler tut es nicht weh, weil es ist extrem cool gemacht. Man spielt es wirklich gern nochmals. Das ist jetzt hier mein zweiter Durchgang und ich muss schon sagen, dass ich bin irgendwie wieder voll drin. Vor allem, ich weiß noch, was kommen wird und ich kann euch mal so weit versprechen, dass es noch ziemlich, ziemlich cool wird. Und vor allem, man rechnet nicht mit den Dingen, die noch kommen werden. Oh, komme ich da ran? Nein. Gehen wir runter, schießen aus dem Fenster. Und vor allem, die Fässer aus Donkey Kong. Was ich gar nicht angesprochen habe, der Grafikstil, extrem cool. Also, dieser 2D-Style, also es ist ja irgendwie 3D, aber irgendwie trotzdem 2D. Also, mir gefällt es extrem gut. Und diese Fässer sind ganz klar von Donkey Kong. Ui, das war knapp. Und das war auch knapp. Ja, 72 Sekunden. Sind wir wieder beim ursprünglichen Soundtrack. Wir sind wieder in der Stadt. Wo ein Hase gewesen. Hallo, Häschen. Ostern ist noch nicht. Zuerst ist Weihnachten dran. Hopp. Links oben seht ihr übrigens die Lebensanzeige. Und mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sehen auf dem Bildschirm. Außer Gunman. Ich bin Gunman. Ich schieße mit Waffen und treffe Gegner aus dem Bildschirm. Richtig gut. Ui. Oh ja, yeah, cooles Rätsel. Also Rätsel ist es nicht, aber Geschicklichkeit-Passage. Wenn man das so nennen kann, Hase. Die Fässer sind schon cool. Ah, fast zu früh losgesprungen. Wow, der war extrem fies. Was das? Das war schon das Level. Es geht also wirklich Schlag auf Schlag und es soll auch nicht länger. Also ich hoffe es jetzt mal, dass es schon da. Ich glaube, jetzt kommt ein Boss. Hallo, mit einer Minigun. Aber. Geh weg. Ich bin eingesperrt, oder? Au. Alter. Oh. Wäre schade, wenn ich ihn nicht schaffe. Ich habe ihn geschafft. Ganz knapp. Ja, Kuchen. Der füllt unsere Lebensenergie auf. Wir kommen in ein neues Setting hinein. Ich finde das so stylisch mit dem Hintergrund und es ist so stimmig. Ich habe das Pferd erwischt. Fast etwas makaber, aber wir sind ja keine Tierschützer. Der Soundtrack ist auch gerade richtig gut. Oh. Die Fässer haben die Brücke kaputt gemacht. Wir lassen sie lieber rollen. Oh oh, die machen die ganze Brücke kaputt. Oh ja, Homing Shots. Ganz viele Ponys. Also ich hoffe, euch gefällt das Spiel auch. Ich habe das Gefühl, man hat noch nicht so viel über das Spiel. Man hat noch nicht so viel über das Spiel gehört und es lohnt sich wirklich mal zu zeigen. Und
ja, ich wollte sowieso eigentlich mal machen und Weihnachten ist ja hier jetzt vor der Tür, ne? Und bald heißt Geschenk auspacken. Oh, schon wieder Donkey Kong mit den Draisinen. Draisinen? Das ist doch bestimmt falsch. Draisinen? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht richtig deutsch. Oh! Man sieht wieder überhaupt nicht, wo man hinspringt. Das ist genau wie Donkey Kong. Obwohl ich ja gestehen muss, dass ich erst ein einziges Donkey Kong durchgespielt habe. Das ist der Gameboy-Teil. Oh, das war jetzt angenehm. Der kleine Clive. Mega Man-Blöcke. Wolf, ein Wolfsgraben. Es spawnt wieder ein Wolf. So. Oh, das kitzelt auf den Lippen. Ah. Oh, Stachel. Oh. Man muss es wirklich merken, wie bei Mega Man. Nur sieht man, wo die Blöcke herkommen. Aber nur schon für die bin ich zu doof, ne? Sieht so aus. Ha! Ha, ich habe ein Übersprungenspiel. Das hätte böse enden können. Ja, gib mir deine Homing-Shot-Waffe. Haha, habe ich dich erwischt. Fledermäuse. Komm, Plattform. Ich finde es cool, wie sich der... Aua. Wie sich der Entwickler an Spielen orientiert hat, die man kennt. Uiuiui, was war das jetzt? Mein Xbox-Controller. Meine, ich denke, es soll auch wirklich ein Retro-Spiel sein und wenn es noch solche Parallelen gibt, finde ich es noch viel, 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 viel besser. Ach, ich möchte wieder zu viel. Ich bin hier kein Highscore-Jäger, ich bin Durchzocker. Vom Fach. Ja, vielleicht weniger vom Fach, aber aus der Schweiz. Nein. Also aus der Schweiz bin ich schon. Und wie ihr seht, ich habe mich extra noch nicht rasiert. Ich habe gesagt, ich mache ein Let's Rasier. Nein, mache ich nicht. Der Gronkh hat es ja bereits getan. Anscheinend. In seinem Livestream. Ich weiß nicht, wann es war. Es wird mir nur gerade immer vorgeschlagen von YouTube. Ich soll doch das gucken. Wieso auch immer. Verfolge ja den guten Gronkh nicht. Der Gregor Onk. Komm, doofer Windbojen. Windbojen? Ventilatoren. Vor allem die Ente fliegt nicht davon und ist bestimmt viel leichter. War bestimmt eine Eisenente. Ein Enton. Ja, Enton hat nicht so ein schweres Gehirn eigentlich, oder? Ach, ich weiß nicht. Ich möchte natürlich Enton nicht so nahe treten. Für alle Leute, die momentan Pokémon, aber Sumpfgrün verfolgen, muss man ja auch Parallelen herstellen. Haja! Haja? Haja, Haja! Haja! Ha, hab ich dich getroffen, obwohl du noch gar nicht draußen warst. Bam, bam. Ich möchte runter! Au. Auf den Zug? Ja, auf den Zug. Oh, geil, auf den Zug. Jetzt fährt er sogar. Jetzt geht's ab. Was machen Wölfe auf dem Zug? Blinde Passagiere oder was? Und ich bin vom Zug gefallen. Ihr seht schon, das Spiel... Aua. Nimmt ein bisschen zu an Schwierigkeit. Aber so soll es doch auch sein. Ja, ich habe Shotgun-Pistole. Und diese Maschine hier kennt man auch aus Mega Man. Ich glaube, es war aus dem ersten, ne? Habe ich auch noch nicht durchgezockt im ersten Teil. Ich kam ein bisschen in die Dr. Wiley-Burg, aber nicht weiter. Also, ich habe es besser gesagt nicht weitergespielt. Ich hatte keine Nerven mehr. Au, was machst du denn für Tricks? Die KI, die Gegner-KI wird besser. Ach Mist, jedes Mal, wenn ich sie mich treffen, verliere ich meinen Waffen-Upgrade.
Ja, der Schwierigkeitsgrad zieht an. Ich hoffe, der Soundtrack ist wirklich nicht zu laut. Ich habe das Gefühl, der ist jetzt etwas lauter. Ist zwar immer noch auf einem ähnlichen Niveau wie vorhin, aber ich glaube, dezent lauter. Ich bin immer noch lauter. Aber es hört sich halt nicht mehr ganz so toll an, wenn das Spiel lauter ist, ne? Vor allem habe ich es ja schon nach unten geschoben, der Regler. Es fällt alles um, man sieht die Gegner nicht. Aber es ist schon in Ordnung. Da treffen sie mich wenigstens nicht. Ah ja! Nicht aus dem Fenster schießen. Homing? Ich möchte kein Homing. War das jetzt ein Fehler? Das sehen wir gleich. Ich glaube nicht. Ach, du bist so doof. Stage clear! Ja, wir sind immer noch auf dem Zug. Immer noch der coole Sein. Ich kann aussuchen. Ich nehme die. Kommt der Boss? Ein Transformer? Ach du Heiliger, das kann ich mich ja überhaupt nicht mehr erinnern. Okay, nur der Kopf ist verwundbar. Alter Feuer! Au! Oh. Ich habe noch Homing. Ja, ja! Ah nein, das ist nicht Homing. Das ist irgendwas anderes. Das ist irgendwie Bomben oder so. Bomben, die auch bei Aufprall explodieren, aber... Ich bin gleich kaputt. Ich bin kaputt. Ich nehme nochmal das. Das ist jetzt nicht kein einfacher Gegner. Ah, jetzt muss er sich wieder transformieren. Man kann es nicht skippen. Aber es ist halb so wild. Finde ich schön, dass wenigstens die Dreierschüsse gut treffen. Au. Das ist sowieso nicht der Homing Shot, sondern... Ach, Gottchen. Ach, ich hab's dazu mal sogar auf Easy durchgespielt. Von daher ist es auch eine ganz neue Erfahrung für mich. Und ich hab's ursprünglich auf dem 3DS durchgezockt, weil es dort als erstes erschienen ist. Und nachher kamen immer wieder andere neue Versionen heraus. Ich meine, ich spiele jetzt hier die Steam-Variante. In Full HD. Oh. Also ich hoffe, es ist Full HD. Ja, ja, es ist Full HD. So, komm. Ach Mensch, die doofe Bombe. Nehmen jetzt doch mal die. Vielleicht geht's besser. Wahrscheinlich nicht. Habt ihr gesehen? Ich habe schon in der Luft habe ich einen Schuss losgemacht. Damit er direkt auf den Gegner geht. Ja, der macht ja gut Schaden da. Oh. Kann ich die andere Waffe noch holen? Nein, kann ich nicht. Yes. Danke. Ja, jetzt habe ich dich aber da gleich. Ich habe die Bombe abgeknallt. Ja, ich habe dich. Vom Zug springen. Nein, wäre doof. Ich muss jetzt schnell was trinken. Bevor es weitergeht. Im Wald. Alter, ich bin auch nur verschluckt. Das war übrigens kein... Alter. Das war übrigens kein Mezzomix. Und bevor der gute DJ K wiederkommt, ich mache Schleichwerbung. Es war Eistee drin. Kein Lipton übrigens. Was springt die jetzt eigentlich noch rum? Verschluckt. Typisch. In einem solchen Moment, wo man nicht sich verschlucken sollte, wo man reden sollte, passieren solche schönen Dinge. Ah. Ernsthaft? Ernsthaft. Ah. Ich hab das gereicht. So. Geh weg. Du springst hier. Du Känguru, du. Kommen sie an ihn gleich von hinten.
Haha. Homing. Die Gegner-KI ist echt nicht schlecht, ne? Wow. Die lernen dazu. Von Mal zu Mal. Das war knapp. Aber das war das Levelende. Ein Pilz. Ach so, das ist ein Sprungpilz. Wie fliege ich da hoch? Ach so. Ich habe immer noch die Homing Shots. Wunderbar. Ich glaube, der fadet von alleine ab, ne? Was muss ich hochdrücken? Auf Sprungknopf drauf bleiben. Ah, ich muss drücken, sobald ich weit unten bin. Oh, das war eine explosive. Ein explosives Geschoss, das er ins Gesicht bekommen hat. Die Waffe ist richtig gut. Jetzt kommen auch noch Cowboys auf Enten. Das war knapp. Vor allem schießt die Waffe halt nicht so schnell, wie man es gerne hätte. Man muss sich wirklich federn lassen. Man muss sich Zeit lassen. Was ist denn das dort oben für ein Föhn? Ich hätte gern den Föhn. Ach Mist, bin ich noch runter. Ich hätte gern den Föhn da oben. Ich hätte gern den Föhn. Obwohl die Waffe auch nicht schlecht ist. Es ist irgendwie trotzdem komisch auf diesen Pilzen. Jetzt wäre der doofe Pilz da gewesen, aber ich krieg's nicht hin. Ah! Die Zeit vergeht und vergeht. Plötzlich war das Christkind da. Das Christkind ist ja schon da. Also vielleicht ist es bei euch schon aus dem Fenster geflogen. Mann, komm schon. Jetzt. Also wenn es jetzt gleich nicht hinhaut, dann werde ich böse. Ich habe den Föhn. Ja, ein Laser. Biu, 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 biu. Hat sich doch gelohnt. Hat sich gelohnt und beim nächsten Treffer bin ich weg, oder was? Wahrscheinlich. Oh, der schießt durch alles durch. Oh mein Gott, ist der krass. Hase. Ja, mal, wir haben natürlich auch so einen Laserföhn. No damage. Sehr schön. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Oh, scheiße. Das bewegt sich ja. Oh, jetzt ist mein schöner Föhn weg. Hist, das wäre sein Föhn gewesen. Alter, Mama Mia. Oh, wir rollen auf Steinen. Keep rolling, 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 rolling. Oh, ist wieder stachelig. Unser kleiner Pirat hier. Nein, ist kein Pirat, ist ein Cowboy. Ein Cowboy. Ja, der Western. Coole Spiele. Es gibt coole Spiele im Western. Ich spiele gern Spiele, Western-Spiele. Und aber es gibt fast keine mehr. Ich wollte auch schon mal ein Spiel zeigen. Welches mir sehr gut gefallen hat, ist Call of Juarez. Bound in Blood. Aber ihr wisst ja, wie ich es handhabe. Mit 18ern Titel. Ja, ich weiß, ich lade Conker's Bad Fur Day hoch. Da bin ich noch nicht fertig. Möchte ich mich eigentlich auch nochmal ransetzen. Kommt ein Boss. Oh. Sparkman. Sparkman. Wieso bringe ich eigentlich immer Mega Man Elemente mit? Was wollte ich jetzt gerade sagen? Wenn ihr direkt neben mir sitzen würdet, könntet ihr es mir jetzt sagen. Aber so könnten wir es nicht sagen. Naja, ich rede wieder viel zu. Sparkman! Das reicht sogar, wenn ich durchrenne. Ich mache schon voll die Speedrun-Tricks. Oh Mann. An dich habe ich vorhin gedacht. Wieso jetzt nicht? Ich würde sowieso sagen, wenn ich die treffe, ist es One-Hit-A-Dead. Oh,
Aua. Wir gehen mit der Leiter runter, ich trau dem nicht. So, runter. Lalalala. Einen haben wir. Ich hätte gerne das Stück Kuchen. Energie. Sonst beginnen wir nochmals von vorne. Au! Ach, Scheibenkleister, Mann. Vor allem, wieso gab es schon Laser in der Westernzeit? Das ist unglaublich. Also vielleicht sind es ja keine Western. Vielleicht war es Strom. Obwohl es Strom gab es ja auch nicht, noch nicht im Wilden Westen. Im späten Wilden Westen vielleicht. Aber sicher nicht in dieser Zeit, wo dieses Spiel hier spielt. Das sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Ne? Hier könnte ich ja runterspringen, ne? Und hier haben wir mega Abstand zwischen den Stromschlägen. Ich sage jetzt einfach schon Stromschläge. Was möchte die eigentlich? Ach, der hat eine Waffe, der hat eine Waffe. Ich möchte diese. Zack. Oh ja, Homing ist gar nicht so schlecht hier in diesem Bereich. Hier mal hoch. Oh, doch nicht. Ich gehe nicht hoch. Levelende? Sehr schön. Stage clear. Boss. Boss time? Ja. Aha. Roboter. Du scheinst bisher nicht ganz so krass zu sein wie die anderen. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ah. Er ist Tarzan. Oh ja, eine Waffe. Aber wieso springe ich? Bin ich in voll... Ich bin nicht so geschickt gewesen. Au. Oh ja, ich habe einen Kuchen bekommen. Danke. Um dich zu erledigen. Das nehme ich mit für das nächste Level. Huch, was passiert jetzt? Ich steuere ihn gerade nicht selbst, da die Prinzessin in einem UFO im Wilden Westen. Okay. Und du nimmst dir eine Rakete. Du sitzt etwas komisch auf dieser Rakete. Oh, richtig cool. Jetzt geht's auch noch so los. Richtig cool. Richtig cool. Oh ja, Laser, du alles durchschießen. Das ist aber eigentlich passend, ne? Der Laser ist echt gut. Ich hätte gerne den Laser behalten, der ist stark. Ich finde das schön, wie man sieht, wo man sich gerade befindet. Man merkt jetzt wirklich, man ist im All und nicht nur wegen der Raketen, sondern auch wegen dem Hintergrund. Das ist so gut gemacht. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde das Spiel wirklich cool gemacht. Auch wenn der wenn unser guter Gunman Clive etwas komisch auf der Rakete sitzt. Und wir sind eben auf dem Mond. Daher können wir auch höher springen. Und Asteroiden fällen vom Himmel. Was die Sache nicht gerade einfacher macht. Aber solange wir unseren Laser haben. Laser! I'm firing my laser! Oder Schubdawoop. Für die Isaac-Gucker unter euch. Schubdawoop. Er ist zwar nicht unbedingt der Schubdawoop-Laser. Den habe ich, glaube ich, sogar mal verwendet in einem der Runs, die ich hochgeladen habe. Wow, ich hab's gerade. Oh Mann. Und jetzt so durch. Unten. Okay, dass ich hier ohne Schaden durchgekommen bin, ist auch nicht. Ein Roboter. Okay, der Roboter ist weg. Was hast du noch? Eine neue Waffe? Die sieht okay aus. No damage! Yeah, thank you, man! You are a super player! Oh, ich habe die Lama-Laser-Waffe. Okay, Gravitationswechsel. Haya! Haya!
Ah ja. Wow. Ah ja. Okay, der ist nicht schlecht. Wieso, dass es plötzlich jetzt so futuristisch wird? Mann, man weiß es nicht, ne? Wow. 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 Oh, Lebe, was geht hier ab? Da bin ich jetzt überhaupt nicht nachgekommen. Hatte gerade den Speedrun-Modus drauf, aber... Aber... Ja, das war der Speedrun-Modus in diesem Level, meine Güte. Ich habe so gut wie nicht geschossen. Ah. Aber wieso entführen eigentlich Aliens meine treu geliebte Maid? Um es wildwässerlich auszudrücken. Wow, bin ich jetzt erschrocken, Mann. Wieso erschrecke ich ab solch einer doofen Kugel? Ich darf keine Horrorspiele spielen. Ich spiele auch keine Horrorspiele. Wer mich kennt, weiß, ich spiele keine Horrorspiele. Aus einem einfachen Grund, ich spiele sie nicht gern. Der Grund war sehr simpel und er ist auch simpel. Die Gegner erinnern mich übrigens auch an die Augen aus Mega Man 2. Hallo Roboter. Oh, du hast... Ich nehme sie nochmal, die Waffe. Oh, okay, das war's. Ich habe aber, glaube ich, Homing aufgehoben, oder? Ah, nein, die. Ist okay. Keep rolling, 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 rolling. Hier runter. Das ist... Och, Mensch. Alle haben andere Waffen. Alle haben andere... Der Aufstieg zum Boss könnte auch aus Mega Man 1 sein oder 2. Nein, 1. Dort waren es doch so Mini-Levels. Hallo Auge, du bist definitiv aus Mega Man 1. 1? 2 glaube ich auch. 3 auch. Ich weiß es nicht. Sie waren aus Mega Man. Was haben wir denn hier Schönes? Ach so, der Schatten. Ich würde eigentlich sagen, der kommt aus Zelda 2, ne? Das war's schon mit dem Schatten. Der war jetzt nicht so stark. Huch, da kommt ein Roboter. Aui. Oh, ich muss auf die Hand. Kann ich die Hand eigentlich auch abballern? Ah ja. Tschüss, Roboter. Ciao, ciao. Du warst ziemlich einfach. Kommst du nochmal hoch? Thank you, Cliff. Gunman Cliff. The end. Das war's. Wahnsinn. Unlock Duck Mode. Wir werden mal kurz reinschnuppern in die Duck Mode. Das war übrigens Gunman Cliff. Spielzeit 27 Minuten. Das Spiel ist nicht so lang, aber es lohnt sich wirklich, das Spiel zu spielen. Wir werden jetzt den Duck Mode anschauen. Duck Mode. Ihr werdet gleich sehen. Also, wir spielen als eine Ente, können uns aber nicht wehren. Also, ich kann nicht angreifen. Ich merke gerade, dass B Start ist, aber ist okay. Wir können hier mit dieser Ente dafür andere Wege gehen. Weil wir, glaube ich, einen Fünffachsprung haben. Aber ihr seht, alles schmerzt. Ist eigentlich eine coole Herausforderung. Ich habe ihn nie gespielt, muss ich ehrlich gestehen. Ich fand Gunman Clive immer am coolsten. Aber... Und hier sind jetzt auch die Tore offen. Und ja, man fliegt einfach mit einer Ente durch und... Ja, der Duck Mode. Wieso man den eingesetzt hat, fragen wir doch mal PewDiePie. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Ich kann es mir ja durchaus vorstellen, dass was wegen PewDiePie ist, aber man weiß es nicht, ne? Müsste man den Entwickler selbst fragen. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Weihnachtsspecial von Gunman Clive. Richtig cooles Spiel. Probiert es unbedingt mal selbst aus. Das Spiel kostet wirklich nicht viel. Man kriegt wirklich viel, wie sagt man, Liebe zum Spiel für wenig Geld. Das Spiel, ich glaube, das kostet, glaube ich, jetzt aktuell 2 Euro und ja, also 2 Euro für ein richtig cooles Spiel, auch wenn ich man nur jetzt, also ich kannte das Spiel, ich habe im ersten Durchgang etwas länger gehabt.
man spielt es wirklich gern mal zwischendurch und es ist halt wirklich cooles Retro-Spiel. Ich liebe es. So, ihr seid dran, ladet es runter, spielt es, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Gut, wie gesagt, es ist ein Weihnachtsvideo. Und bei einem Weihnachtsvideo, natürlich, muss man es sauber verabschieden, ne? Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Fest. Genießt die Zeit mit euren Lieben. Ich hoffe, ihr kriegt viele Geschenke. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Eagle26. Ciao zusammen. Und ganz nebenbei, Gunman Clive kommt am ersten Weihnachtstag. Ciao.